Und weiter geht es mit The Fisherman Fishing Planet. Heute machen wir uns ans Spinnfischen. Die ersten paar Schritte in Richtung Spinnfischen. Schauen wir mal, was das Game jetzt für uns im Tutorial quasi bereithält. Und mit welcher Spinnart und mit welchen Spinnern wir als erstes loslegen. Also, im letzten Video haben wir ja gesehen, wie es losgeht mit dem Grundangeln und wie man ja erfolgreich mit den Feederrouten loslegt und grundangelt. Und jetzt geht es los, jetzt werden wir ans Spinnenfischen herangeführt. Und da gucken wir einfach mal hier ins Inventar. Das heißt, hier machen wir uns wieder den nächsten Slot bereit sozusagen. Genau, auf die 3, gehen dann in den Shop und werden dann hier genau bei den Spinnrouten weitergeführt. Und auch hier wird ihr uns ja natürlich auch wieder vorgegeben, was wir kaufen sollen. Kaufen Sie Elemental 200, 1700 Gels, Länge 2 Meter, Köder, also das Wurfgewicht kann zwischen 2 und 9 Gramm schwer sein. Das Ganze nennt sich Ultra Light Angeln, also eine sehr feine, sehr dünne, leichte Angelmethode. Das Schnurgewicht entsprechend dünn, 1,5 bis 3,2 Kilo Tragfähigkeit. Ja, das Ding kaufen wir. Kratsching! Kaufen Sie Inspire Cast 2000. Spinrolle dazu holen, jawohl, hier unten haben wir sie. So, kaufen wir erstmal, wie im Tutorial. Und, genau. Zack, Doppelklick. Zack, Doppelklick. 70 Meter. Oh. Ach. Ah, ne, warte. Ah, genau. Es sind exakt die 70 Meter, die ich habe. Brauche ich gar nichts zu kappen. Passt also komplett drauf. Und, okay, jetzt wieder zum Shop. Kunstköder kaufen, Blinker wollen wir kaufen. Ja, Mann. Und dann nehmen wir hier diesen Spoon. Da ist er, jawohl. Gewicht 5 Gramm, alles klar. Mit einem Zweierhook, mit einem Zweierhaken dran. Gekauft. Soll ich noch einen anderen kaufen? Na, warten wir ab. Warten wir ab. Auf die 3 wieder, jawohl. Ah, okay. Blinker. Easy. Mission erfüllt. Ja, Mann. Nach Mud Water. Dann reisen wir jetzt nach Mud Water. Gucken wir mal eben hier auf Earth. Wobei hier Mud Water River. Yeah. Und ich brauche natürlich die Lizenz wieder für diese Area. Das heißt, wir gehen in den Shop, gucken nach, nach den Lizenzen. Missouri wurde auch gerade schon markiert. Hätte man das gesehen? Mud Water. Missouri. Okay. Ja, hätte man gesehen. Auch ohne Tutorial. So, und dann kaufen wir erstmal hier die Basisvariante. Kratsching. Ah! Und da steht dann auch drin, was man freilassen muss in der Basisvariante. Und was man nehmen darf. Also, Karlhecht. Schwarzer Zwergwels. Also kann ich jetzt eigentlich nur Karlhechte angeln. Und bei der besseren unbegrenzt. Zieh raus, was das Zeug hält. Nicht schlecht. Gut zu wissen. Also, hier sind wir angekommen. Gucken wir schon mal direkt, wann die beste Zeit ist. Auch hier würde ich sagen, Tag 1. Hier sind wir ja so ungefähr 12 Uhr wieder. Und
dafür reisen wir da mal hin. Übrigens sehr, sehr schön, sehr schnelle Ladezeiten. Zack, ist man da. Gar nicht lange gedauert und schon kann es losgehen. Vergesst nicht, das Wetter zu prüfen. Ja, hab ich schon. Wetter schon geprüft, allen. So, Time. Jetzt muss ich bis 16 Uhr. Ich wollte bis 12, Alten. Ich fand 12 viel besser. Tada! Was tut man nicht alles, um, ja. Das Tutorial zu schaffen. Richtige Köderführung, Schritt, wichtigen Trophäen. Lernen Sie geradeaus Köderführung? Okay. Geradeaus Köderführung. Markierungsboje. Die hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Was auch immer das ist. Gucken wir uns gleich mal an. Kommen Sie näher zum Wasser. Hallo. Ja, dann ballern wir mal da so hin. Und... Ja, mega gut, ey. On point. Langsam, geradeaus. Easy. Da waren so Pünktchen neben der Bezeichnung. Oh, da waren so Pünktchen neben der Bezeichnung. Langsam, geradeaus. Und je mehr Pünktchen, desto besser kriegt man diese Führung gerade hin. Alter, der hat aber hier, der macht aber Bock. Hui, Alter. Wie er am Hüpfen ist. Na, 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 na. Komm mal ran jetzt hier. Alter. Dadurch will er natürlich raus. Zack. Komm mal ran hier. Hier geblieben. Alter. Nee. Ein Forellenbarsch. Was ist denn das, Alter? Junger Forellenmarsch. Ja, muss ich den denn jetzt, muss ich den denn jetzt freilassen? Ich glaube, ich kann ihn mitnehmen, ne? Level 5! Fette Kohle! Baitcoins! Neue... Wirbelbleie, Schonhaken. Spoons, Täschchen und was nicht alles. Neue Artikel verfügbar. Ja, schön, ey. Ja, aber ich muss doch hier, genau, ich muss doch bestimmt noch ein bisschen was fangen, ne? Und jetzt gib ihm. Zack. Mach einen langsam geradeaus. Was? Mach einen langsam geradeaus Köderführung. Ah, okay, mit L. Und mit K. Also ich muss auf 2 Punkte kommen. Das ist doch nicht langsam. Anscheinend doch. Simples Einholen, zack, Biss. Ja. Okay, das ist aber geil, ey. Also ich liebe ja, das Spinnfischen ist super, ey. Okay, plus... Guck mal da! Alter, mach nicht so doll! Der war ja schon im roten Bereich, Mann. Nur 9 XP dafür erhalten. Das ist aber nicht so viel. Simples geradeaus einholen. Kann ich absinken lassen? Kann ich so verrückte Sachen noch machen? Erstmal ziehen. Kann ich... Sowas wie Jiggen? Stop and go. Oh, Biss. Das war aber schlechtes Stop and go. Hat aber gereicht für den Fisch hier. Für ihn war es gut genug. Ah,
der war auf der verbotenen Liste. Neuer persönlicher Rekord, Alter. Ich darf den gar nicht nehmen. Ich habe den einfach mitgenommen. Benutzen Sie M? Ach, Quatsch. Alter, was ist das denn? Das ist ja, wählen Sie plus. Nee. Nee. Das ist ja geil. Das ist ja abgefahren. Alter, Hightech. Ich meine, jetzt habe ich hier natürlich gerade so einen blöden Fisch gefangen, aber... M? Nee! Belohnung. Noch so ein Spoon. Neue Köderführung. Nee! Muss ich jetzt einen anderen Spoon nehmen? Stop and go. Jetzt ist da diese Boje hingeballert. Das ist ja krass, ey. Oh, ich muss langsamer machen, sagt er. Ich hab schon einen. Alles klar. Löbt, löbt. Stop and go. Easy. Oh, plus. Ich finde das nicht so geil, Alter. Ich will den hier gar nicht, weil die Schnur ist so dünn. Alter, wie er rumfliegt. Aber anscheinend ist das noch so Alter, Forellenbarsch in groß. Ist das so gerade in dem Bereich, wo es noch geht. 400 Gramm dicker, fetter, junger Forellenbarsch. Yes. Machen Sie eine Stop-and-Go-Köderführung. Ja, habe ich doch gerade schon. Mache ich nochmal. Neue Köderführung. 21, 22, stopp. 21, 22. Oh, bis easy. Guck mal da drüben. Petri, Alden. Gönn dir, zieh raus die Brocken. Und da ist, da hinten kommt noch einer an. Abgefahren. Neue Köderführung. Ja, sag mal, lübt das jetzt gerade nicht oder muss ich hier einen, einen anderen Blinker? Muss ich was verändern? Warte mal, Mission. Stop and go Köderführung. Stop and go Köderführung, Alter. Es sind halt nur 2 von 3 Punkten. Ah, jetzt hat er es. Jetzt hat er es. Jetzt hat er es. Kratsching. Jetzt hat er es gemacht. Jetzt habe ich 3 Punkte in Stop-and-Go-Köderführung. Und bam. Nein, er hat wieder ausgespuckt. Der Kackfisch. Tricky. Ach, komm. Ja, manche Fische wollen halt Stop and Go, ne? Die lassen sich halt so schlecht dann triggern, wenn du nur einfach durchziehst. Easy. Kein Problem. Also das mit dem... Das mit dem Laptop macht mich ja fertig. Kann ich das, kann ich das auch wieder wegnehmen? Einstellung der Markierung?
Geil. Sensationell. Mega gut. Alter, jetzt erstmal Spinnenfische. Die, Alter, wie so ein Wilden jetzt hier auf Spinning. Woo! Ab geht it. Guck mal, simples Einholen kann ich super gut, ey. Langsam ist geradeaus. Plus Stop and Go. Schwierig. Langsam ist geradeaus. Stop and Go. Gar nichts mehr. Völlig random. So wie du angelst, kannst du auch nicht zwangen. Blauer Sonnenbarsch, für den reicht's. Ja, geil, ey. So, jetzt bin ich aber hier schon, jetzt bin ich ja schon auch gewichtsmäßig drüber. Abgeschlossen, Mudwater, verfolgen. Ja, was muss ich denn? Mission verfolgen. Ich habe das Gefühl, ich bin durch. Es gab jetzt nicht so ein GG-Alten, ab jetzt machst du das schon. Ich mach mal hier auf Verlassen. Ja. Das ist auch noch mal schön am Ende. Wie viel XP hast du insgesamt bekommen? Wie viel Para hast du gemacht? Wie viel Kohle ist reingekommen? Und dann geht es in die Übersicht. Genau, Ergebnis für den Ausflug nochmal komplett. Ha, und dann geht es hier tatsächlich am Rocky Lake geht es weiter. Und dann gucken wir einfach nochmal nach den Missionen. Rocky Lake, Mission nicht mehr verfolgen. Doch, die verfolgen wir noch weiter. Denn da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video.